waren in den Ferien unten in Bayern und es ist ganz nah zur österreichischen Grenze. Aber dieses Jahr haben wir mal Wien besucht. Da haben wir Verwandtschaft wohnen und denen wollten wir mal Hallo sagen und so ein bisschen Wien angucken. Ich war noch nie in Wien gewesen. Und wir haben vom lieben Manuel einen Tipp bekommen, und zwar den Blumenladen Blütenpracht. Und es war dann noch eine ganz witzige Geschichte, denn unsere Verwandten waren mal denen ihre Nachbarn. Und daher kannten die den und haben uns dann vorbeigefahren. Und da habe ich ein bisschen eingekauft, das möchte ich euch zeigen. Dann auf dem Rückweg von Wien wieder nach Bayern sind wir an einem TK Maxx vorbeigekommen in einem Einkaufscenter. Da haben wir kurz angehalten und dann habe ich nicht nur bei TK Maxx eingekauft, aber das zeige ich euch gleich. So, jetzt erstmal die Sachen, die ich bei Blütenpracht geholt habe. Und zwar habe ich mir einmal mitgenommen den Spiced Orange. Den fand ich so toll. Ich bin normalerweise ja nicht wirklich der Zitrus-Fan. Aber dieser Duft hat mich direkt verzaubert. Er hat auch so ein bisschen was, wenn man in der Sauna oder im Dampfbad ist und die machen da so einen Aufguss. Also man merkt eine Orange, die ist aber nicht stechend. Das ist keine reiniger Orange, das ist eine ganz warme Orange. Und dazu kommen dann die Gewürze. Und ich weiß nicht, welche Gewürze alle drin sind. Ich habe es mir jetzt nicht vorher rausgesucht. Abgebildet ist ja die Nelke. Und ich habe schon gemerkt, da mein Lieblingsduft vom von den Pröbchen der Balsam and Clove war. Und ich habe nicht richtig überlegt gehabt damals und habe gedacht, Clove, ja, ist bestimmt auch irgendwie hier Klee oder sowas, ne? Irisch, irgend so ein Duft. Nein, Clove ist nicht der Clover, sondern ist ja die Gewürznelke. Und der Duft, ich fand den so toll. Und vielleicht gefällt er mir da auch gut. Also wer Gewürznelke nicht mag, für den ist der vielleicht auch nichts. Aber für mich hat das nichts Stechendes. Es ist einfach nur ein super warmer Duft. So, und das durfte als großes Glas mitgehen. Und dann habe ich von den Herbstdüften, die jetzt rauskommen, wollte ich mir kein großes Glas mitnehmen. Ich wollte die erstmal andüfteln und dann gucken, ob ich sie vielleicht im Ausverkauf oder irgendwo etwas günstiger erstehen kann. Und zwar gefiel mir ganz gut der Dried Lavender and Oak. Jetzt will er nicht scharf stellen. Aber ihr kennt ja alle die Label inzwischen, haben ja oft genug welche in die Kamera gehalten. Und das ist halt ein Lavendel, der krautig ist, aber mit frischen Noten mit drin. Und das stört halt manche. Mich stört es gar nicht und er hat die holzige Note mit drin. Und also ich glaube schon, wenn der warm ist, dann wird er ein Glas einziehen. Wenn der warm genauso riecht, ich finde den ganz toll. Und welcher mir noch gut gefiel, waren die Maronen. Golden Chestnut, beziehungsweise Esskastanien. Und der gefällt mir auch so gut von den Gewürzen her, von den Maronen. Also das ist auch ein ganz toller, warmer, würziger Duft. Bestimmt noch nicht für heute, aber wenn der Herbst kommt, dann wird der, wenn der gut ist, auch in einem großen Glas einziehen. Welcher mir nicht gefallen hat und weswegen ich davon noch nicht mal ein Votiv mitnehmen wollte, war der Cider House. Ich weiß, alle hypen ihn, alle finden ihn toll. Nee, mir hat er nicht gefallen. Die Apfelnote war mir, es war alles nicht meins. Es ist nicht mein Duft. Leider, den hätte ich auch gern ausprobiert in einem Votiv oder zumindest mal da gerochen, war der Sweet Maple Chai. Jedenfalls aus dieser Herbstserie jetzt den Chai-Duft. Da habe ich so viel Gutes von gehört und Chai ist ja auch mein Ding und den hätte ich gerne getestet, aber den hatten sie leider gar nicht da. So, und dann habe ich mir noch mitgenommen, da hatte ich schon mal ein Glas von. Das habe ich aber im Frühjahr bekommen und vielleicht hat mir deswegen der Duft nicht gefallen, weil der nicht in die Jahreszeit passte.
Der war mir. Aber der riecht auch jetzt anders. Also, der war so zimtig überlastet. Und da habe ich gedacht, nee, den kannst du kalt nicht ertragen. Der wird warm auch nichts für dich sein. Und den jetzt, ich habe da auch am großen Glas geschnuppert. Ich finde den harmonisch, also ich finde den okay. Und da habe ich eigentlich gedacht, so, ach schade, dass du das Glas wieder abgegeben hattest, was du hattest. Ja, toller Satz. Ja, und deswegen habe ich gedacht, probiere ihn nochmal in einem kleinen Sampler. Ein Glas holen kann man sich immer nochmal wieder. Den wollte ich nochmal neu ausprobieren. So, und dann habe ich zum ersten Mal die Firma Woodwick getestet. Ich hatte noch nie ein Pröbchen davon oder irgendwas. Und die Verkäuferin da, also die Chefin war auch eine ganz liebe, die hatte auch ein Glas da, dass man das hat uns mal angemacht, dass man das hörte mit dem Knisterdocht, weil ja viele sagen, oh, der ist so romantisch und so toll. Und die andere Seite sagt wieder, boah, der geht mir so auf die Nerven beim Fernsehgucken, stört's mich, ich werde davon nervös. Und da habe ich gedacht, zu welcher Fraktion gehörst du? Und dann hat sie es angemacht und ich fand es eigentlich ganz nett. Also wenn wir unseren Kamin im Winter wirklich beheizen, also unser Kamin ist wirklich ab Oktober, wenn es wieder kälter wird, ständig am Brennen, dann machen wir gar nicht groß die Heizung an. Das finde ich eigentlich immer sehr schön, wenn der knistert und wenn man ihn hört. Und deswegen denke ich, stört mich der Docht auch nicht. Und da habe ich mir erstmal Pröbchen mitgenommen. Und zwar, die haben sogar auch diesen Knisterdocht. Wobei ich jetzt gerade sehe, das liegt gar nicht in der Mitte. Aber ich denke schon, der wird den geschmolzen kriegen. Sind kleine, also große Teelichter. Ja, im Prinzip, wie man die von den anderen Firmen, diese großen Teelichter kennt. Und da habe ich mir mitgenommen die Sorte Honeysuckle, das Geißblatt und Rosewood, Rosenholz. So, und ich kenne Honeysuckle schon von Goose. Und da hat es mir ja gar nicht gefallen, das Pröbchen, was ich da hatte. Das war mir zu stechend und. Oder hat es von Yankee Candle mir nicht gefallen? Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte schon zwei. Eins war gut, eins nicht. Aber der hier, der war auch so ganz leicht zartblumig und so ein richtiger femininer Wohlfühlduft. Also ich fand den ganz toll. Und das Rosenholz, das hat mich auch begeistert. Ja, es riecht nicht nach Rose. Es ist wirklich das Holz der Rose, aber so, so edel, das ist so ein schöner Duft. Aber ich habe gesagt, komm, sei vernünftig. Also es war ja auch da alles zum vollen Preis. Das ist ein ganz kleiner Laden, aber sie hat Schilder dran und das glaube ich ihr auch. Die größte Auswahl Österreichs im Yankee Candle Bereich. Woodwick hatte sie nur einen kleinen Tisch und hat auch gesagt, leider wurde sie nicht so gut beliefert in letzter Zeit. Die kommen mit dem Herstellen nicht hinterher und deswegen hat sie nicht alle Sorten. Und ja, da werde ich aber mal gucken, dass ich die auch nochmal vielleicht als kleines Glas, wenn die mir jetzt warm auch gut gefallen. Als großes Glas habe ich mir aber eins mitgenommen. Und zwar, das ist der Evening Onyx. Und da sind 609 Gramm drin in einem großen Glas. Ist der Docht? Ah, der sitzt aber relativ mittig. Das ist okay. Und dieser Duft, ne? Ja. Ich denke, es wird Amber und Moschus wird mit drin sein. Hier steht leider auch keine Zutaten drauf, ne? Nee. Bei der Firma müsste man auch im Internet gucken. Auch im Deckel. Im Deckel sind zwar einige zu dem Wick, einige Informationen, aber nicht zu dem Duft. Und ich finde den so schön. Das ist so ein. Ja, manche werden wieder sagen, das ist was Männliches, Herberes. Aber ich finde den so schön warm und kuschelig und
Der musste mit. Und ich habe noch keinen von den dreien angehabt. Das werde ich jetzt nachholen. Trotzdem haben mir die kalt geschnuppert schon so gut gefallen, dass ich nicht widerstehen konnte und mir im Angebot eine drei Schichten-Candle geholt habe. Irgendein Meeresthema war das. Weil die, ich glaube, 19 Euro oder sowas, unter 20 Euro. Und diese großen Gläser kosten als Normalpreis 32 Euro. Und dann hatte ich die unter 20 Euro bei Amazon gesehen, habe gedacht, die muss mit. Die werdet ihr beim nächsten Neueinzugsvideo sehen. Und wenn ich die zusammenschneiden sollte, dann werdet ihr die praktisch nachher noch sehen. Die müsste ich jetzt auch bald kommen. So, das war mein Einkauf in Wien. Ich zeige euch nochmal die drei, wobei ich dann noch den Schei testen möchte, und die zwei. So, und in Wien selbst, ich zeige euch nämlich jetzt einfach alles, was mit Wien zu tun ist. Ich bin ein Starbucks-Fan und was musste ich mir mitnehmen? Weil ich habe ja keine Tassen, ne? Also es ist ja nicht so, dass im Schrank 90% meine Tassen sind und 10% die von den anderen dreien. Eine Wien-Tasse mit dem Prater, Riesenrad, alles, was wir gesehen haben in den 3, 4 Tagen, die wir in Wien waren, musste die mit. So, und dann waren wir in Wien beim, nein, nicht mehr in Wien. Auf der Rückfahrt von Wien in dem TK Maxx, der an der Autobahn war, habe ich mir den Pumpkin Tweet mitgenommen. Und der ist von Village Candle und da steht hier immer drauf, was drin ist. Und da steht nur drauf Pumpkin und Wormwood. Mehr ist da nicht drin. Und so riecht er auch. Ich finde den sehr schön. Ich bin jetzt nicht der riesige Pumpkin-Duft-Fan. Und mein Mann fand die alle grauselig. Also ich wollte mir gerne noch so ein Pumpkin Chai Latte oder sowas mitgenommen haben. Aber mein Mann hat nur so, oh nee, geh ab. Ne? Und da habe ich gedacht, komm, einen möchte ich mitnehmen. Und da hat er gesagt, ich stand davor, welchen. Und ne, ich wollte so viele mitnehmen. Und er hat gesagt, nimm den von Village mit. Der passt zu deinen anderen Metallic-Kerzen. Und da mir der sehr gut gefallen hat, habe ich gedacht, hast du recht, bei den anderen DW Home und sowas, so gut kennst du dich noch nicht aus. Nachher holst du dir die und warm sind sie dann doch nichts. Ne? Und bei Village Candle kann man sich eigentlich drauf verlassen, dass die warm auch richtig Duft abgeben. Ansonsten kommt er unter die Lampe. Aber der ist schön. Also im Prinzip Pumpkin Duft und dann mit der warmen Wolle, also so gemütlich dabei und abends in eine Wolldecke kuscheln und den Pumpkin-Geruch von der Kürbissuppe, die du vielleicht auf dem Ofen hast, der zieht noch durch die Wohnung oder schon durch die Wohnung und dabei in der warmen Wolldecke und den Kamin an. Das wäre ein schöner Ding. Moment. So, und in dem gleichen Center, wo der TK Maxx war, war auch ein Geschäft. Das nannte sich, muss ich noch mal eben schauen. Da steht es natürlich jetzt nicht drauf. Schafmilchseifen Florex. Florex.at. Da kriegt man festes Shampoo und sowas alles. Und ich wollte einfach mal gucken, weil ich eigentlich jetzt von dem normalen Shampoo runter möchte, weil die mir zu viel Sodiumlauretsulfat meistens drin haben. Und da wollte ich mal ein bisschen gucken. Und bin etwas tiefer in den Laden. Und was sehe ich da? Da haben die einen ganzen Ständer mit Kerzen von der Firma Candlelight. Und was war das Gruseligste? Minus 50%. Minus 50%, da kann man nicht vorbeigehen. Und meine Männer hatten schon so einen Hals. Die haben mit mir im TK Maxx gestanden und lange nach diesem Pumpkin-Duft gesucht. Und jetzt mussten sie noch mal aushalten, weil Andrea musste natürlich alle Düfte von Candlelight testen und einmal anschnuppern, weil ich ja noch keinen einzigen kannte. Ja, und die Kosten regulär sind nicht so teuer, 19,90 Euro.
Ich weiß nicht, wie sie warm performen, das werden wir noch sehen. Aber eigentlich habe ich, glaube ich, da noch nichts Negatives von gehört gehabt. Ne? Jedenfalls, den Evening Fireside Glow habe ich mir mitgenommen. Und der hat dann ja knappe 10 Euro gekostet. Ja, und das ist auch so ein Fireside-Duft mit Marshmallows. Also ich denke, ich rieche da Marshmallow drin. Eine rauchige Note, eine Vanillenote. Ich würde auch vielleicht eine Ambernote sagen. Leider stehen hier auch keine nur Sicherheitshinweise und keine Zutaten drin. Ja. Den finde ich sehr schön. Dann habe ich noch was Sommerliches mitgenommen. Den Island Coconut Mahogany. Und Mahogany und ich, wir sind so. Und ja, der hat diesen typischen Kokosnussgeruch, diesen Sonnenmilchmoment und dieses Hölzerne, das den warm macht. Und ganz ehrlich, der wird nicht bis zum nächsten Sommer warten müssen. Der kann auch im Herbst, der kann im Winter düfteln, das ist total egal. Und die 50% gab es wirklich auf alle. Ich hatte zuerst gedacht, nur die wirklich einen Aufkleber drauf hatten, weil es die Sommerdüfte sind. Nein, es war aufs ganze Regal, was sie da hatten. Und dann habe ich mir noch einen ausgesucht. Und zwar kennen den ja viele von Yankee Candle. Da war der ja jetzt dieses Jahr ganz beliebt als der Dreamsicle, weil der wiedergekommen ist in der 50. Geburtstags-Edition. Hier heißt er Orange Vanilla Dreamsicle. Und so riecht er auch. Im ersten Moment, also man weiß nicht, was riechst du wirklich zuerst? Es streitet sich diese fruchtige Eisorange, dieses Orangeneis, Wassereis, mit der Vanille. Mit dem Vanilleeis, mit dem cremigen Vanilleeis und das Wassereis in Orange. Also so geil eingefangen. Ich habe an dem von Yankee Candle noch nie gerochen. Wenn der auch so geil ist, hätte ich mir den schon längst gekauft. Aber den von Goose, den fand ich halt nicht so doll, weil ich fand, das waren normale Orangen. Oder eher so wie diesen sanften Engel. Orangensaft mit einer Kugel Eis dran. Aber der hier riecht wirklich nach diesem Eis von dem Kuyamara Split. Dieses Eis, was außen drum drauf ist, was auch hier abgebildet ist. Total geil. So. Und als kleines Dankeschön für den Einkauf habe ich auch noch Schafsmilchseife bekommen. Und da die auch duftet. Ich weiß aber nicht, ob die nur nach Schafsseife duftet. Die waren jetzt, glaube ich, zu extrem, die Düfte, als dass ich das noch... Ich hatte beim letzten Mal das Gefühl, dass die einen Duft hat. Jetzt, finde ich, riecht sie nur nach sehr angenehmer Seife. Aber so schön. Ich benutze ja eigentlich nur Flüssigseife. Wobei, da bin ich auch im Überlegen, ob ich da mal wechseln soll, weil wegen dem Müll. Aber wir holen halt Nachfüllpacks und füllen die in unsere Porzellan und Dinger um. Und bis jetzt habe ich solche Seifen dann immer in den Schrank getan, damit die Wäsche gut duftet. So wie Oma. Oder Uroma besser gesagt. Meine Oma hat sowas auch nicht mehr gemacht. So, genau. Und dann waren wir auf der Fahrt und brauchten dringend Erfrischungen. Dann waren wir im österreichischen Aldi. Und der österreichische Aldi heißt Hofer da. Und hatte kurz vor der Kasse Kerzen. Und da habe ich schon gedacht, die können dann nichts Dolles sein und sowas. Und es gab eine blaue Version, glaube ich. Jetzt weiß ich es nicht mehr genau. Blau oder Türkis. Die hat mir nicht gefallen. Und die anderen habe ich mitgenommen. Okay, jetzt sagen wir jetzt mal ganz ehrlich.
wenn man die riecht und hat vorher nichts gerochen, dann rochen die traumhaft schön. Das ist hier ein ganz süßer Vanille-Plätzchenduft. Eher Vanille, weniger Plätzchen, aber ganz süß. Den fand ich total klasse. Jetzt nach dem Duften von den anderen Kerzen merkt man etwas, dass die Qualität nicht ganz so hochwertig ist. Da kommt ein bisschen der Wachsduft mehr durch oder so. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber er riecht nicht mehr so hochwertig. Was mich nicht gestört hat, als ich die anderen nicht gerochen habe. Also ich werde den dann auch verdüfteln und habe dann ja vorher nichts gerochen, dann gefällt mir der auch. Aber schaut mal hier, ich weiß nicht, ob die Kamera das auffängt, wie viel Ablage von der Vanille der hat. Also da ist schon eine Bombe an Vanille drin für einen günstigen Duft. Und genauso auch, seht ihr das hier, wie beschlagen der ist bei dem. Sweet Home, ja, also ich denke, die Namen sagen da nicht groß was drauf. Und der roch, wie roch der? Ja, der roch leicht, also floral mit, ich meine, einem ganz kleinen fruchtigen Anteil. Aber auch viel Vanille mit drin. Also das waren sehr vanillige Düfte. Und irgendwie, also ich hatte mir 3 Stück mit, erstmal habe ich mir nur 2 mitgenommen gehabt. Und dann waren wir wegen was anderem nochmal im Hofer gewesen. Und da habe ich gesehen, oh guck mal, hier ist noch eine dritte Farbe. Oder eine vierte Farbe, weil die eine hatte mir nicht gefallen. Gab es noch eine vierte. Oh, die riecht auch gut. Die habe ich mir dann auch noch mitgenommen. Aber die habe ich irgendwo so gut weggepackt, dass ich sie bis jetzt beim Auspacken noch nicht wieder gefunden habe. Also, die kann ich euch leider nicht zeigen. Aber die, wie gesagt, sie gefallen mir sehr gut. Und ich glaube, die haben gekostet 2,99, 3,99, also unter 5 Euro auf jeden Fall, irgendwas mit 3, 4 Euro maximal. So, was steht hier noch? Genau, und dann waren wir beim normalen Einkaufen beim Netto, wo wir wieder in Bayern waren, waren wir im Netto und dann hatten die ja diese Krabbelkisten mit Sachen, die sie aus vorigen Aktionen noch übrig hatten. Und da habe ich Glade-Kerzen gefunden aus der Nutcracker Edition. Und ja, ich fand damals schon, die Nutcracker Edition war bombastisch. Also das war, da habe ich gerade mit dem Düften angefangen gehabt. Da habe ich mir das große Glas, das war auch so, das ging nach oben breiter, hatte ich mir von dem Haselnussduft gekauft. Und da gefiel mir der grüne Waldduft noch nicht. Jetzt ist es inzwischen so, dass ich mehr gedüftelt habe, mehr ausprobiert habe. Jetzt gefiel mir der auch. Deswegen habe ich den einmal mitgenommen. Das war auch nur, genau, es waren auch nur noch 3 da. Und der war noch 2-mal da. Ja, die Packungen waren schon so kaputt. Den habe ich mir 2-mal mitgenommen. Das ist der Haselnuss-Nougat-Duft. Nut Delight heißt der. Haselnuss, Ahornholz und Praline. Jetzt mal eben gucken, was stand denn bei dem drauf, was drin ist. Magical Forest, Tannennadeln, Beeren und Bernstein. Also, alte Schätzchen nochmal gefunden, freue ich mich sehr drüber. Und dann, was nichts mit Kerzen nochmal zu tun hat, wo ich mich aber auch richtig drüber gefreut habe und was auch duftet, ist von Trackle Moon das Brazilian Love. Weil das riecht 1:1 wie von der Bum-Bum-Creme, das dazugehörige Duschgel. Wie heißt denn jetzt nochmal die Firma? Jetzt stehe ich am Schlauch. Egal. Jedenfalls, es ist genau wie von der Bum-Bum-Creme, das Duschgel, 1:1. Also ich habe beide da, ich habe sie hier zu Hause gegeneinander gerochen. Es ist, die Pistazie riecht man raus, die Vanille riecht man raus, es ist Genuss pur. Nur leider gibt es das nur als Duschgel
und nicht als Bodylotion. Das finde ich halt schade. Da suche ich aber noch nach. Weil die Bumbum-Creme ist ja doch sehr teuer und das Duschgel kostet, glaube ich, die kleine Flasche 19 Euro. Die nehme ich wirklich nur, wenn ich auch danach die Creme verwende, damit man schön sparsam ist. Das kann ich mir jetzt jeden Tag gönnen. So, damit sind wir aber auch am Ende. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüssi.